noch einen guten Platz bekommen? Gewiss doch, Senior. 10. Reihe? 12. Oder Sperrsitz? Ja, 12. bitte, ja? Gern. Der Hauptfilm läuft bereits? Nein, immer noch das Vorprogramm. Mhm. Hier Ihre Karte. Dankeschön. Nein, nein, danke, das stimmt schon. Oh, danke, Senior. Der Blutstropfen. Nach der gleichnamigen Detektivgeschichte von Emilia Pardo Bazan. Ihre Karte bitte. Ja, hier. Danke. Kommen Sie. Hier, diese Reihe. Ihr Platz ist in der Mitte. Ah, ja. Sie sehen, er ist noch frei. Ja. Gehen Sie durch, bitte. Danke. Pardon, Signora. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Dankeschön. Bitte. Verzeihen Sie. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Sehr liebenswürdig. Hey! Können Sie nicht aufpassen, Sie Tölpel! Pardon, Senior, ich wüsste nicht, womit ich Sie belästigt hätte. Sie haben mich belästigt. Ruhe, bitte. Setzen Sie sich doch endlich. Setzen. Ach nein. Oh, Senor González. Entschuldigen Sie tausendmal, ich habe Sie gar nicht erkannt. Seien Sie mir nicht böse, das tut mir außerordentlich leid. Bitte, entschuldigen Sie. Ich war nicht wenig erstaunt, als ich feststellte, dass ich den jungen Menschen vom Club her kannte. Es war Andres Arifa. Seine Entschuldigung war so übertrieben wie sein Zorn unbegründet. Und beides machte mich argwöhnisch. Mir schien, die Szene sei absichtlich gestellt gewesen. Warum aber? Welchen Grund mochte Andres Arifa haben, so wütend zu sein, als ich neben ihm Platz nahm, ohne ihn dabei nur im Geringsten zu stören? Anstatt die Beine und Füße der Tänzerinnen auf der Leinwand zu studieren, ihre rosa Trikots, ihre glitzernden Tücher, ihre steif gestärkten Röcke, blickte ich verstohlen forschend nur auf meinen Nebenmann. Auf Arissa. Plötzlich durchzuckte es mich. Ich entdeckte auf Arissas weißer Hemdbrust einen frischen, glänzenden Blutstropfen. Wer weiß, was dahinter stand. Eine Herausforderung ohne Zeugen? Ein gefahrvolles Abenteuer, in Geheimnis gehüllt, wie es der Ehrenkodex erfordert? Ohne Zweifel. Irgendetwas bedrückte Arissa. Auf seiner bleichen Stirne glitzerten winzige Schweißperlen und seine weißen, wohlgeformten Hände fanden keine Ruhe. Wenn er seinen Körper bewegte, ging von ihm ein starker, verfänglicher Gardenienduft aus. Nach Schluss der Vorstellung, sie war gegen 2:30 Uhr nachts zu Ende, machte ich mich sogleich auf den Heimweg. Ich lebte in einer jener neuen Straßen, die noch nicht vollständig bebaut waren. Neben der kleinen Villa, die ich gemietet hatte, lag eine Baustelle, noch leer, mit unebenem Boden und schlecht eingezäunt. Um mich herum war weiter nichts als jene eigentümliche dramatische Spannung, die verschlossene, schweigende Häuser bei Nacht ausstrahlen. Völlige Einsamkeit umgab mich. Immer noch kreisten meine Gedanken um das verstörte Gesicht, den unechten Zorn Andres Arezas. Warum nur hatte er sich so zornig gestellt? Was mochte die Erklärung für eine solche Verstellung sein? Keinem Menschen begegnete ich. Nicht einmal der Nachtwächter war zu sehen, der gute Pacomio, als ich in meine Straße kam. Während ich auf mein Haus zuging, lenkte irgendetwas meine Blicke auf die verlassene Baustelle. Ich bemerkte im Bretterzaun eine Lücke. Drin im Grundstück sah ich etwas auf der Erde liegen. Etwas Großes, Schwarzes, Langes. Mit einem hellen Fleck am Ende. Ich trat näher an den Zaun, bückte mich. Es war der Körper eines Mannes im Gesellschaftsanzug, ohne Mantel. Was so weiß geleuchtet hatte, war sein wachsbleiches Gesicht. Eine Leiche.
War der Mann noch lebend durch die Lücke geschlüpft, musste er sofort hinter ihr zusammengesackt sein. Ich zog mein Feuerzeug und beleuchtete das Gesicht. Ich kannte es nicht. Er mochte ungefähr 25 Jahre alt sein, und was mir auffiel, der Mann im Gesellschaftsanzug hatte keine Weste an, trug keinen Schlips, und auch die Manschettenknöpfe fehlten. Da hörte ich hinter mir Schritte. Der Nachtwächter hatte mich am Zaun stehen sehen und kam auf mich zu. Señor González, Sie sind es doch. Helfen Sie mir, Pacomio. Auf dem Grundstück liegt ein Toter. Ein Toter? Ja, helfen Sie mir, ihn aufzuheben. Rühren Sie ihn nicht an, junger Herr. Wir wollen nichts mit der Polizei zu tun haben und uns ins Unglück stürzen. Ich zwängte mich die Bretter streifend in das Grundstück, neigte mich über den Körper und befühlte eine Hand. Nun? Eiskalt. Er atmet nicht mehr. Ist ihm also nicht mehr zu helfen. Da, Pacomio, haben Sie ein Duro? Gehen Sie zur Polizei. Ich soll... Ja, natürlich, dazu sind Sie doch verpflichtet. Junger Herr... Und lügen Sie ja nicht. Dann müsste ich aber angeben, junger Herr, dass Sie die Leiche zuerst gesehen haben. Ja, tun Sie das. Wenn man in einem solchen Fall nicht die Wahrheit sagt, hat man nur Schwierigkeiten. Zu Hause angelangt, legte ich mich nieder und versuchte einzuschlafen. Als mir das endlich gelang, beunruhigten mich Träume, verworrene Gewebe, unzusammenhängender Szenen. Der Zwischenfall im Theater und das Drama auf dem Grundstück verketteten sich eng miteinander, von meinem aufgeregten Geist in Verbindung gebracht. Hey, kannst du nicht aufpassen, die Tölpel? Dann müsste ich aber angeben, junger Herr, dass Sie die Leiche zuerst gesehen haben. Dann wieder träumte mir, Andres Arriza habe den Toten vor mir entdeckt und bezichtigte mich des Mordes, da meine Wohnung so nahe am Tatort liege, wo man das Opfer gefunden habe. Wieder erwacht, konnte ich mich nicht erinnern, an dem Toten irgendeine Verletzung gesehen zu haben. Und dennoch war ich davon überzeugt, hier war ein Verbrechen geschehen. Und plötzlich begriff ich, das Einzige, was unser Innerstes aufrührt, was die graue Einförmigkeit unserer Zivilisation zu zerreißen vermag, ist das Verbrechen. Dr. Luth, den ich tags zuvor wegen meines hartnäckigen Leidens, meiner quälenden Langeweile konsultierte, hatte mir schon die richtige Therapie empfohlen. Sie brauchen sich nicht zu schonen, Senor González. Na, eher das Gegenteil. Was Sie brauchen, das ist das, was Ihren Lebenstrieb anregt. Ja, Sie müssen tun, was Ihren Lebenstrieb aufputscht. Was Sie krank macht, das ist Ihre Trägheit. Oh. Doch, 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 Ihre Teilnahmslosigkeit. Ihnen fehlt das erregende Abenteuer. Und Dr. Luth hatte recht. Seit dem merkwürdigen Vorfall im Theater und der Entdeckung auf dem Grundstück war mein Leiden, meine Langeweile, wie weggeblasen. Nun fand ich es bestätigt. Nur ein Verbrechen vermochte mich zu interessieren. Quecksilber schien durch meine Adern zu fließen. Morgens gegen 11 Uhr erhielt ich eine Vorladung des Richters, die mich dringend in sein Amtszimmer rief. Er begrüßte mich mit ausgesuchter Höflichkeit. Señor González, ich habe Sie nur kommen lassen, um Ihre Meinung zu hören. Der Nachtwächter sagte aus, Sie seien der Erste gewesen, der die Leiche gesehen hat. Aber ich denke, es hat auch noch einen anderen Grund, warum Sie mich verhören wollen. Einen anderen? Naja, sicher. Sie wissen, mein Haus grenzt an den Bauplatz, auf dem die Leiche lag. Natürlich weiß ich das. Wäre es da nicht zweckmäßig, auch meine beiden Hausangestellten zu befragen? Ja, vielleicht haben Sie etwas gesehen. Ich danke für Ihren Hinweis. Woher Sie kamen, als Sie den Leichnam fanden, weiß ich bereits. Aus dem Apollo-Theater, wo Sie einen Wortwechsel mit einem jungen Mann hatten, einem gewissen Andres Arriza, der auf dem Platz neben Ihnen saß. Ich sehe, Sie sind gut unterrichtet. Sie kannten den Toten nicht zufällig? Nein, nicht, dass ich wüsste. Es handelt sich um ein Verbrechen. Also doch. Haben Sie daran gezweifelt? Ja, ich habe an dem Toten keine Verletzung oder Verwundung entdeckt, die auf Gewalt schließen ließe. Verständlich, denn der Mann wurde... Ja, Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie unterbreche. Natürlich konnte man keine Wunde sehen, weil er nach dem Mord angekleidet wurde. Das hätte ich mir denken können, als ich bemerkte, dass der Tote weder eine Weste noch einen Schlips noch Manschettenknöpfe trug. Das Gesicht des Richters verdüsterte sich zusehends. Sein Argwohn wuchs sichtlich. Er erkannte in mir eine Kraft, die ihn zwang,
die seine ganz zu entfalten. Vielleicht fürchtete er sogar, seine Fähigkeiten würden nicht ausreichen, um mit einem so beherrschten und schlauen Gegenspieler, wie ich es bin, fertig zu werden. Wollen wir die Situation doch klarstellen, Herr Richter. Sie haben einen Verdacht auf mich. Was heißt das? Und Sie tun recht daran. Ich an Ihrer Stelle würde ihn wahrscheinlich auch haben. Ja, somit ist es nun Ihre Pflicht, mit allen Mitteln zu versuchen, meine Schuld festzustellen. Aber Herr Richter, vor einem möchte ich Sie warnen. Wie? Lassen Sie sich nicht von der öffentlichen Meinung beeinflussen, die darauf dringen wird, mich in Haft zu nehmen. Tun Sie das ja nicht. Denn dann würde dieses Verbrechen nie aufgeklärt. Wie meinen Sie das? Dass es nur mir gelingen wird, die Sache aufzuklären. Dazu müssen Sie allerdings erst mit äußerster Genauigkeit beweisen, dass Sie diesem sensationellen Vorfall ganz fernstehen, was wir alle annehmen. Das wird sich von ganz alleine herausstellen. Übrigens, wer ist der Tote? Hat man ihn identifizieren können? Ja. Er heißt Francisco Grijalva, stammt aus Malaga, kam von Zeit zu Zeit nach Madrid und verbrachte hier einige Tage in Geschäften für eine Zuckerfabrik, in der er einen wichtigen Posten bekleidete. Gehört er zur guten Gesellschaft? Ist er Junggeselle? Reich? Von allem etwas. Hatte er eine Geliebte in Madrid? Oder versuchte er sein Glück auf der Straße? Diesen heiklen Punkt haben wir noch nicht aufklären können. Und wie hat man ihn umgebracht? Es fanden sich zwei Wunden unter der linken Brustwarze, von einem Stoßdegen herrührend. Aha. Wie haben Sie es denn fertiggebracht, ihn so schnell zu identifizieren? Das war nicht schwer. Man hat in den Hotels nachgefragt, ob irgendwo ein Gast fiel. Nein. Dabei wurde im Hotel de Londres festgestellt, dass seit gestern Nachmittag Don Francisco Grijalva nicht mehr zurückgekehrt sei. Wir ließen den Besitzer ins Leichenhaus kommen. Er erkannte den Toten. Hotel de Londres. So, darf ich Sie nun bitten, meine Aussage zu Protokoll zu nehmen? Das wollte ich jetzt ohnehin. Kommen Sie gleich in mein Büro, Solari. Wie? Ja, natürlich. Wollen wir jetzt aufnehmen. Und haben Sie meine Aussage, wäre es doch wohl ratsam, sofort in meiner Wohnung eine Untersuchung vorzunehmen. Sie werden meine Räumlichkeiten, meine Papiere, Schränke und alles durchsuchen. Auch das anliegende Grundstück. Ich bin bereit, Senor. Gut, setzen Sie sich. Also, Senor González, was taten Sie gestern und wohin sind Sie gegangen? Morgens, 10 Uhr, konsultierte ich Dr. Luth. Ach, den Psychotherapeuten? Ja, und um 23:30 ging ich wieder nach Hause. Ja, da tat ich nichts Besonderes, bis man mir um 12:30 das Mittagessen servierte. Dann um 3 Uhr ging ich in den Club, da las ich Zeitungen und plauderte mit Freunden über Politik. Um 6 Uhr verließ ich den Club und ging in den Laden des Antiquars Ruelas in der Calle del Prado. Und dann? Und dann um 8 Uhr speiste ich in der Peña. Dort blieb ich bis 10 und, ja, Sie verstehen, da ich mir den ganzen Tag über keine richtige Bewegung gemacht hatte, mich langweilte und schlechter Laune war, streifte ich dann noch so etwas durch die Straßen, ohne ein bestimmtes Ziel. Ja, ja, ja. Und kurz vor Mitternacht kam ich dann, wie Sie ja wissen, ins Apollo-Theater, wo ich die letzte Vorstellung besuchte und dann ging ich nach Hause und legte mich schlafen. Und zwischen 10 und 12 besinnen Sie sich gut, Senor González? Haben Sie in diesen beiden Stunden mit irgendjemandem gesprochen? Oder hat Sie in der Zeit jemand gesehen? In der Mord begangen worden ist. Ja. Die Ärzte nehmen an, der Tod sei zwischen 11 und 11:30 eingetreten. Ach so. Dann lag Francisco Grijalva vermutlich bereits auf dem Grundstück, als ich im Apollo-Theater meinen Platz einnahm. Anzunehmen. Bedauere, Herr Richter, aber ich kann niemanden nennen, mit dem ich in der fraglichen Zeit gesprochen hätte. Noch habe ich irgendeinen Bekannten getroffen. Das ist also alles, was Sie wissen? Ja. Und Sie bestehen immer noch darauf, die Wahrheit über dieses Verbrechen herausfinden zu wollen, das uns so im Dunkeln lässt? Für einen Augenblick war ich im Zweifel. Welche Mittel standen mir zur Verfügung, um das verwirrte Knäuel zu lösen? Und schon ließen sich in meinem Innern zwei Stimmen vernehmen, die eine, die mir sagte, Emilio, gib jetzt nicht auf. Du hast Vorahnungen. Und die andere? Seit wann langweilst du dich nicht mehr?
und ich erinnerte mich genau. Von dem Augenblick an, wo mich Andres Aritha im Theater anschrie. Und wieder war sein blasses, entstelltes Gesicht vor mir. Wieder sah ich auf der weißen Hemdbrust das Granatgefunkel des Blutstropfens. Nun, Senor González? Ja, Herr Richter, ich bestehe darauf, den Fall klären zu helfen, und ich bitte Sie, dass man mir zur Seite steht, dass man auf meine Hinweise eingeht und mich vor allem noch nicht festnimmt. Einverstanden. Ich bin bereit, Ihnen zu willfahren. Dann können wir jetzt Ihr Haus besichtigen. Sie haben es ja selbst verlangt. Ja, ich bitte darum, nur... Ja? Bitte, Herr Richter, lassen Sie mich allein vorausfahren. Sie verstehen. Ja, ja, die Leute. Ich nehme mir eine Droschke und Sie, Herr Richter, folgen mir in einer anderen. An der Haustür erwarte ich Sie. Gut, ich komme sofort nach. Keine Viertelstunde später betrat der Richter, zusammen mit Kriminalinspektor Cordelero, meine Junggesellenwohnung. Draußen war es bereits dunkel geworden. Ich befahl meinen beiden treuen alten Dienstboten, Remigio und seiner Frau Teresa, den beiden Herren die Zimmer zu zeigen. Hier, Remigio. Hier hast du die Schlüssel. Sperr alle Türen und Schränke auf meinen Schreibtisch. Ach, den Schreibtisch, junger Herr? Tu, was ich dir sage, Remigio. Der Richter und der Inspektor untersuchten in meiner, Remigios und Teresas Gegenwart das Speisezimmer, den Salon, die Küche und die Nebenräume. Dann gingen wir in den oberen Stock, wo wir zuerst mein Schlafzimmer betraten, in dem ich in einem Empire-Sekretär meine Papiere aufbewahre. Während der Richter die Papiere durchsah, ging Inspektor Cordelero zum Fenster und nahm mit raschem Griff vom Boden ein Paket auf. Was ist denn das? Wie meinen Sie? Was dieses Bündel hier bedeutet? Das lag auf dem Boden, hier, vor dem offenen Fenster. Das kenne ich nicht, Herr Inspektor. Remigio, Teresa, wer von euch beiden hat dieses Bündel dort hingelegt? Wir wissen nichts davon, junger Herr. Wir haben es nicht hergebracht. Der Inspektor legte das verdächtige Paket, ein Bündel eingehüllt in dunkles Leinen und mit einem schwarzen Seidenband zusammengeschnürt, höchst vorsichtig auf den kleinen Tisch, auf dem er mir gewöhnlich das Frühstück servierte, löste die Knoten und förderte einen eleganten Mantel aus feinem Tuch zutage, der mehrmals zusammengelegt war. Und es fanden sich in dem Mantel eingewickelt noch andere Gegenstände. Sieh mal an. Brieftasche aus englischem Leder. Bitte, Inspektor, bitte rühren Sie die Sachen nicht an, wegen der Fingerabdrücke, die sich finden können. Ach, wie werde ich? Eine goldene Uhr, ein paar weiße Handschuhe, Manschettenknöpfe mit großen Rubinen. Und ein glattes Zigarettenetui. Darauf ein Kleeblatt mit Smaragden verziert. Und wie das duftet. Alles parfümiert. Merkwürdig. Es war wieder der Duft von Gardinien. Und wieder sah ich Andres Aritha neben mir sitzen. Sein bleiches Gesicht, seine unruhigen Hände. Und hier der fehlende Schlips und auch die Weste. Eigenartig, wie, Senor González? Mantel, Schlips, Weste und Wertgegenstände des Ermordeten finden sich in Ihrem Schlafzimmer. Was halten Sie davon? Mit Verlaub, Herr Richter, das Paket ist von dem Bauplatz nebenan hier ins Zimmer geworfen worden. Ja, natürlich, vom Bauplatz. Sie können mir den Hals umdrehen, wenn es nicht stimmt, Herr Richter. Der junge Herr hat uns befohlen, die Schlafzimmerfenster hier immer offen zu lassen. Ja, hat er. Wie oft habe ich es Ihnen schon gesagt? Junger Herr, habe ich gesagt, das gibt noch einmal Verdruss. Die Baustelle ist eine schlechte Nachbarschaft. Aber was soll man tun? Befehl ist Befehl. So wahr ich Remigio Camino heiße, das Paket hat jemand vom Bauplatz hier hereingeworfen. Herr Richter, wenn Sie damit einverstanden wären, hätte ich jetzt gern allein, ich meine, ohne Remigio und Teresa, mit Ihnen und Herrn Cordelero gesprochen. Bitte, wie Sie meinen. Geht so lange nach unten, ihr beiden, und wartet in der Küche. Aber bitte, meine Herren, nehmen Sie doch Platz. Ja, ich bedauere es außerordentlich, dass ich nicht zugegen war, als die Wache die Leiche abholte. Sicherlich hätte man auf der Baustelle die Fußspuren der Mörder entdecken können, die den Toten von einem anderen Ort hergebracht haben. Sie sagen Mörder? Ja. Sind Sie denn überzeugt davon, dass es mehrere gewesen sind? Ja, zumindest zwei. Ein Mann und eine Frau. Aha. Aber jetzt ist es zwecklos, danach zu suchen, nachdem so viele Neugierige den Platz betreten haben. Und nun zum Kern des Problems, meine Herren. Ohne Zweifel gehen Sie immer noch von der Annahme aus, dass ich der Mörder sei. Natürlich fiel aller Verdacht zunächst auf mich.
Der Nachtwächter sagte aus, er habe mich nachts um 2:30 Uhr allein bei der Leiche stehen sehen. Ja, und die Zeitungen haben das heute Mittag ausposaunt. Und so sind die wirklichen Mörder auf die Idee gekommen, das Bündel heute, bei Einbruch der Dunkelheit, in mein Fenster zu werfen. Und warum, Signor, meinen Sie, dass die Verbrecher ein Mann und eine Frau sind? Ja, warum? Ganz einfach. Weil das Opfer im Bett ermordet wurde. Ach ja. Und weil es nicht das Bett in seinem Hotel war, ist es wohl möglich, dass da eine Frau im Spiel ist. Und das Paket hier ist zweifellos von einer Frau verschnürt worden. Das Tuch, in das die Sachen eingewickelt waren, ist etwas, was kein Mann in seinem Haus aufzubewahren pflegt. Naja, und schauen Sie, auch das Band ist ein Zubehör, das von einer Frau stammt. Meinen Sie nicht auch, Herr Inspektor? Was ich meine, möchte ich lieber für mich behalten. Wie Sie wollen. Ich jedenfalls spiele mit offenen Karten und gebe Ihnen die Trümpfe in die Hand. Die Mörder haben alles versucht, den Verdacht auf mich zu lenken. Ich aber werde Ihnen das Letzte reißen. Und ich schätze, dass es mir in 3 Tagen gelingen wird. Gelingt es mir tatsächlich, dann sollen Sie, meine Herren, den Ruhm der Aufklärung dieses Verbrechens davontragen. Wieso wir? Weil ich jedem, der es hören will, erzählen werde, dass Sie beide es waren, die in das Dunkel dieses Falles Licht gebracht haben. Ich dagegen stelle 2 Bedingungen. Die erste, Sie, verehrter Herr Richter, tun, was in Ihren Kräften steht, um meine Unschuld zu beweisen. Und die 2. Bedingung, Sie, Inspektor Cordelero, versuchen noch in dieser Nacht herauszufinden, welche Leute in den beiden Straßen wohnen, die in meine einmünden. Und, welche Art die Leute sind. Wer in meiner Straße wohnt, das weiß ich. Ja, bei denen ist nichts für uns zu holen. Ja, meine Herren? Diese Bedingungen erscheinen recht vernünftig, Cordelero. Ja, und zu Ihrem Trost, Inspektor, lassen Sie mittlerweile von Ihren Kollegen ruhig mein Haus bewachen und meine Person. Ich denke nicht daran, ins Ausland zu flüchten. Aber bitte beeilen Sie sich mit dem Verzeichnis. Augenblicklich fange ich damit an. Wie die vorige, so war auch diese Nacht unruhig. Wieder träumte ich völlig unzusammenhängendes Zeug. Ich sah Andres Aritza vor mir, wie er sich mit geballten Fäusten auf mich stürzte. Die eine Hand umklammerte einen Schraubenschlüssel, der oben in einen spitzen Stachel auslief, ein Instrument, das tödliche Wunden beibringt. Als ich um Hilfe schrie, versteckte er die Hand mit der Waffe und streckte mir die andere entgegen, sich 1000-mal entschuldigend. Der Albdruck dauerte an, bis mein Diener am nächsten Morgen an meine Schlafzimmertür klopfte. Junger Herr! Junger Herr! Ja? Was gibt's, Remigio? Der Mann von der Polizei ist da. Der Kriminalbeamte, der von gestern Abend. Soll ich ihn wegschicken? Aber nein, Remigio. Komm, reich mir meinen Morgenrock her. Und bring mir gleich das Frühstück. Und sei doch nicht so niedergeschlagen. Man wird uns nicht gleich aufhängen. Gott gib's. Gott gib's. Remigio ließ den Kriminalbeamten eintreten. Der Inspektor blickte so düster wie immer, holte seine Liste aus der Tasche und wollte sie mir vorlesen. Geben Sie her, Inspektor. Ich werde es selbst sehen. Wie Sie wollen. Danke. Aha. Don Antonio, Diaz Otero und Frau... Das ist uninteressant. Marquesa de la Isla Verde. Eine Witwe, die viel Gutes tut. Auch nicht. Conte de la Baldia. 70 Jahre alt. Leidet an Rheumatismus. Ja, noch weniger. General Escalante. Ah, Unsinn. Aber da. Doña Julia Fernandina. Nicht übel. Die berüchtigte Tochter des Grafen Tolvanera? Ja, die Fesche Ferner. Sie wohnt... In der ersten Nebenstraße, Haus Nummer 15. Gut. Ja, vielen Dank, Inspektor. Ich werde mich sofort anziehen, ein kleines Frühstück zu mir nehmen und dann schnurstracks ins Hotel de Londres gehen, in dem der Ermordete logiert hat. Dort war ich bereits. Ja, und? Es steht mir nicht zu, Ihnen die Ergebnisse meiner Nachforschungen mitzuteilen. Aber wenn Sie meinen... Ja, natürlich meine ich. Und Sie, Inspektor, müssen mich begleiten, damit man sich dort nicht weigert, mir Auskünfte zu erteilen. Im Hotel de Londres fragten wir nach dem Besitzer.
Der erschien sogleich und stellte sich uns zur Verfügung. Der Herr von der Kriminalpolizei ist gestern schon da gewesen, wenige Stunden, nachdem man das Verbrechen entdeckt hatte. Ja, nur möchten wir gern noch etwas mehr wissen. Bitte, fragen Sie. Es ist nur in unserem Sinne, wenn sich die Sache bald aufklärt. Der arme Grijalva. Er war so sympathisch. Man muss wirklich etwas gegen die Unsittlichkeit tun. Sonst werden die Zeiten nur noch schlechter. Bedenken Sie doch, wo kämen wir hin, wenn... Während der Hotelier des Langen und Breiten lamentierte, strengte ich all meine geistigen Kräfte an und entdeckte im hintersten Winkel meines Seins etwas so Seltsames, dass ich kaum wagte, es genauer zu beschreiben. Es war, als ob eine verworrene, vage Eingebung plötzlich Gestalt gewinne und unversehens, vom Unbewussten getrieben aufs Geratewohl, stellte ich dem Hotelier eine Frage. Wissen Sie, wann hier zum letzten Mal den Herrn Grijalva zu besuchen oder ihn abzuholen, jener Freund von ihm gekommen ist, wie heißt er doch noch? Aritha, Andres Aritha. Lassen Sie mich nachdenken. Ja? Am Montag wurde Herr Grijalva ermordet. Zuletzt hier gewesen ist Herr Aritha am... Sonntag. Nein, am Samstag. Ich weiß es genau. Es war am Samstag, als wir die Weinlieferung bekamen. Herr Risser ging aber nicht hinauf ins Zimmer. Er ließ sagen, Herr Grijalva möge herunterkommen. Ich erinnere mich genau. Kam er oft? Nein, sehr selten. Aha. Die Hauptsache ist jedenfalls, dass Sie sich gesehen haben. Ob Sie sich sonst getroffen haben, weiß ich nicht. Wissen Sie... Welche Art von Geschäften Herrn Grijalva nach Madrid führten? Er wird wie gewöhnlich auch diesmal in Sachen der Zuckerfabrik hier gewesen sein, die er vertrat. Er musste wohl Außenstände einkassieren. Ja. Und die einkassierten Summen hat er sie direkt nach Malaga überwiesen oder irgendwo anders deponiert? Genau weiß ich das nicht. Das Einzige, worauf ich mich besinnen kann, ja, er führte wiederholt Gespräche mit der Zentralbank. Vielleicht hat er die Beträge auf dieser Bank einbezahlt. Ach bitte, könnte ich das Zimmer des Toten sehen? Geht nicht. Die Gerichtsbehörden haben es versiegelt. Ah ja. Ja, dann gehen wir lieber. Dieses Verhör hat wenig Erfolg gehabt. Wir eilten zur Bank. Ich fieberte vor Erregung. Die Begeisterung darüber, dass es mir gelungen war, den Namen Arithas in das dunkle Drama einzuflechten, machte mich toll. Und wie der Stern die drei Weisen aus dem Morgenlande geleitet hatte, so leuchtete mir jener Blutstropfen. Schon begann sich das düstere Verbrechen aufzuhellen, jedoch, was konnte ich schon Positives beweisen? Dass Aritha ein Freund des Getöteten war, nichts weiter. Doch vorerst genügte mir das. Auf der Bank empfing uns der Direktor. Auch er war höflich und offenbar zu jeder Auskunft bereit. Wie viel der Ermordete bei uns eingezahlt hat? Ja. Im Ganzen etwas mehr als 100.000 Pesetas. Aha. Und wann wurde die letzte Einzahlung getätigt? Am Donnerstag vergangener Woche. Ja. Und Sie glauben, Herr Direktor, dass Grijalva alle rückständigen Gelder flüssig gemacht hat? Nein. Das glaube ich nicht. Nicht alle. Er selbst sagte mir, es fehlen noch ungefähr 170.000. Von einem einzigen Schuldner oder von mehreren? Ich glaube von der Firma Bordado und Co. Und die Firma hat mittlerweile bezahlt? Nun, das werden wir gleich erfahren. Moment, bitte. Ja. Bitte 1040. Firma Bordado und Co.? Ja, die Firma Bordado und Co. Moment. Ist gut, ja. Augenblick, bitte. Oh, bitte schön. Wer ist dort, bitte? Gut so, ja. Ja, hier ist Direktor Silva von der Zentralbank. Können Sie mir sagen, ob die Gelder, die Ihre Firma der Zuckerfabrik von Malaga schuldet... Ja, ganz recht, darum handelt es sich. Also doch alles bezahlt? Wurde Herrn Grijalva persönlich ausgezahlt, so? 172.000 Pesetas. Und wann bitte? Wie bitte was? Am Montag? Irren Sie sich nicht? Um 4 Uhr nachmittags. Vielen Dank. Die Empfangsbestätigung liegt bei Ihnen. Aha, das hatten wir vermutet. Verzeihen Sie bitte die Störung.
Vielen Dank nochmals. Meine Herren, behalten Sie das gut im Gedächtnis, was Sie eben hörten. Grichalber hat die 172.000 am Montag, also am Tage seines Todes, einkassiert. Zu einer Stunde, wo er sie nicht mehr bei der Bank einzahlen konnte. Ich verabschiedete mich vom Inspektor und ging zu Fuß nach Hause. Dabei arbeitete meine Fantasie fieberhaft, um die Geschichte der einzigen Frau in der Nachbarschaft zu rekonstruieren, die in den Mordfall verwickelt sein konnte. Die fesche Ferner. Schon als 17-Jährige beschwor die Aristokratentochter einen Skandal im andalusischen Highlife herauf, indem sie mit ihrem Französischlehrer nach Paris entfloh. Von ihrem Treiben dort erzählte man sich die tollsten Geschichten. Ihr Vater, der Graf von Tolvanera, tat alles, um sie zu enterben. Auf seinem Totenbett aber übermannte ihn die Scham und er vermachte ihr doch noch einen Teil seines Vermögens. Sie kehrte nach Madrid zurück, wo sie keineswegs Buße tat. Söhne aus guter Familie, sogar die Väter jener jungen Männer vergeudeten mit ihr ein Heidengeld und, wenn auch im Laufe der Jahre ihr Stern zu sinken begann, so änderte sie doch ihre Lebensweise nicht. Nur, dass sie, anstatt wie bisher ihr prunkvolles Gefolge zur Schau zu stellen, beinahe zurückgezogen lebte. So wie viele Leben, die sich den 40ern nähern und dennoch nicht müde werden, fette Vögel zu rüpfen, wo sie sie finden und sich mit irgendeinem Grünschnabel einzulassen. Wer war ihr letzter Galan? Ich versuchte, mich an ein Gespräch zu erinnern, das Freunde von mir führten. Im Club. Ich saß doch mit dabei. Seitdem sie sich mit Perico Gonsalvo verkracht hat, weiß man nicht recht. Wird schon einen neuen Braten gefunden haben. Gonsalvo ist allmählich zu alt geworden. Außerdem hat er keine Moneten. Sie braucht schon einen fetten Braten. Denn wenn man so dick wird... Was? Dick? Die fesche Ferner? Ich habe sie erst vorgestern gesehen. Sie fuhr in einem kleinen Wagen zum Rennplatz. Man musste wahrhaftig den Hut abnehmen vor ihr. Hübscher denn je. Sie muss irgendein Geheimmittel haben. Wirkt immer noch, als sei sie noch keine 30. Und warum hast du sie sitzen lassen? Warum? Weil ich Angst vor ihr bekam. Angst? Ja. Sie vergeudet alles Geld. Dich hat sie bestimmt nicht gerupft, Pepito. Du warst doch etwas fürs Herz. Was zu viel ist, ist zu viel. Und wer ist augenblicklich dran? Na, sag's schon, Pepito. Du musst es doch wissen. Pepito nannte den Namen. Aber er war mir entfallen. Was war das nur für ein Name? Dachte ich angestrengt mit der Qual, die einen Menschen packen kann, wenn er das Wichtigste vergessen hat. Und plötzlich, wie ein leuchtender Blitzstrahl, fuhr es mir durch den Kopf. Aretha. Andres Aretha. Ich war außer mir vor Freude, blieb stehen und dachte weiter. Jetzt galt es nur noch, das Erratene zu bestätigen. Um das zu erreichen, musste ich den Detektiv spielen und mich etwas außergewöhnlicher Mittel bedienen, etwa im Sinne eines Kriminalromans. Ich musste zur Fashion Ferner. Sie kannte mich nur flüchtig vom Sehen, und auch das lag schon Jahre zurück. So brauchte ich mich nicht sonderlich zu verändern. Dennoch ging ich zum nächsten Friseur und ließ mir den Bart abnehmen. Auch meinen neuen Anzug weihte ich ein, den ich gerade aus London bekommen hatte. Die beiden Polizisten, die vor meinem Haus promenierten, vermochten ihr Erstaunen nicht zu verbergen, als sie mich glatt rasiert und noch dazu in einen eleganten Engländer verwandelt aus der Villa kommen sahen. Überzeugt davon, dass ich stracks zum Bahnhof eilen würde, folgten sie mir. Wahrscheinlich in der Absicht, mich festzunehmen. Wie groß musste ihre Verwirrung sein, als sie merkten, dass ich mich nur zum Haus Nummer 15 in der Nebenstraße begab. Im Hochparterre, wo die Abenteurerin ihre Wohnung hatte,
öffnete auf mein Läuten ein lebhaftes Kammerkätzchen. Wird der Herr erwartet? Ich komme mit einer Bestellung von Herrn Aritha. Mit einer dringenden Bestellung. Und wen darf ich melden? Ich murmelte einen halb englisch, halb spanisch klingenden Namen und das Mädchen führte mich in den Salon. Der war so geschmackvoll wie raffiniert eingerichtet. Und wieder roch es nach weißen Gardinien. Es war der Duft, den ich schon im Apollo-Theater wahrgenommen hatte und den auch die Sachen ausströmten, die man in mein Schlafzimmer geworfen hatte. Ich setzte mich in einen der eleganten Sessel und wartete. Nach 5 Minuten erschien die Sünderin. Sie schien wirklich nicht älter als 30 zu sein, aber müde, malvenfarbene Schatten lagen um ihre dunklen Augen. Nun, mein Herr, was gibt es? Gnädiges Fräulein, ich habe Ihrem Mädchen gesagt, ich käme im Auftrag Arithas. Bitte verzeihen Sie mir diese kleine Lüge, ich gebrauchte sie lediglich, um unverzüglich vorgelassen zu werden. Ich komme in eigener Angelegenheit. Ah. Ja. Ich stamme aus Malaga, obschon ich in London aufgewachsen bin. Mhm. Ich kenne seit vielen Jahren die Familie von Don Francisco Grijalva gut. Leider ist Grijalva ermordet worden, wie Sie ja wissen werden. Ich verstehe Sie nicht, mein Herr. In welchem Zusammenhang? Gnädiges Fräulein, Sie wissen offenbar nichts von den neuesten Nachrichten. Ja. Ja, das habe ich gleich befürchtet. Diejenigen, die Sie hätten bewachen sollen, sind natürlich auf und davon. So ist es immer, wenn es gefährlich wird. Man versteht nur nicht, wie sich Aritha so verhalten konnte, der sie doch liebt. Was ist? Sagen Sie. Sie wissen also nicht, welcher Sturm sich über Ihrem Haupte zusammenzieht. In Malaga und auch hier schon in Madrid beginnt man als die Schuldigen an Grijalvas Tod. Was meinen Sie wohl, wen zu bezeichnen? Wie soll ich denn das wissen? Was das doch für eine Niedertracht ist, sie so im Dunkeln zu lassen. Nachdem man die falsche Spur aufgegeben hat, verfolgt man eine neue. Als die Schuldigen an dieser Tragödie zeigt man nun auf Sie und Aritha. Auf... Sie werden in Kürze festgenommen. Und was alles noch schlimmer macht, Aritha, anstatt sie zu warnen, ist auf und davon. Und niemand weiß, wohin. Ja, er wird gesucht, ist aber noch nicht gefunden. Die fesche Ferner zweifelte nicht an meinen Worten. Sie sah sich verloren, wollte schreien und konnte nicht. Sie hob die Hand an den Hals, wurde totenbleich, schloss die Augen und verlor die Besinnung. Nun tat ich etwas ganz Verrücktes. Ich nahm sie in meine Arme und trug sie in den Raum nebenan. Wie ich vermutet hatte, lagen Boudoir und Schlafzimmer hintereinander neben dem Salon. Ich legte die fesche Ferner auf das Bett, beugte mich über sie und fächelte ihr mit meinem Taschentuch Luft zu. Doch kam sie nicht zu sich. Auf dem Betttischchen stand allerlei silberner Kram herum. Ich nahm den Zerstäubungsapparat und drückte auf das Bällchen. Das Parfum, das dem Gefäß entströmte, war das gleiche, das schon im Salon zu spüren war. Doch jetzt viel intensiver, verfänglicher, schier betäubend. So ein Geruch kann etwas Gespensterhaftes sein, setzt sich im Gemüt fest, wiegelt es auf, berauscht es und nimmt es in Besitz. Ich spürte es für einen Augenblick ganz deutlich. Da öffnete sie langsam die Augen, atmete tief und mit einer unerwarteten Bewegung umschlang sie meinen Hals und klammerte sich an mich. Du. Ich ließ es geschehen. Und ein Lächeln blühte auf dem Rot ihrer Lippen. Im Abgrund ihrer Pupillen glomm ein Licht, das mich gleicherweise anzog und abstieß. Es war nicht die Frau an sich, mit ihren nur allzu bekannten Schlingen und Netzen, die diese Anziehungskraft auf mich ausübte. Es war die Idee, dass dieser Mund, Julia Fernandinas Mund, vom bitteren Trunk des Verbrechens gekostet, den Kern menschlicher Schlechtigkeit berührt hatte. Und ich, als ich in diese Lippen biss, spürte ich den Geschmack des unseligen Apfels. Die Ursache unseres elenden Erdendaseins. Rette mich. Andres, der infame Kerl, hat mich verlassen und das Geld mitgenommen. Er hat alles getan, allein er. Du, bitte rette mich. Du weißt nicht, wie ich leben kann, wirst du sehen. Du, ihn verabscheue ich.
Du kannst doch nicht zulassen, dass sie auch mich aufs Schafott. Rette mich, Liebling, du. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Ich werde dich retten. Du musst mir nur ganz genau erzählen, wie alles war. Alles hatte sich Andres ausgedacht. Alles. Du sollst nicht lügen, Ferner. Du musst mir erzählen, wie alles war. Verstehst du mich? Ja. Wenn du lügst, umso schlimmer für dich. Nachher suchst du dann deinen Schmuck zusammen und was du an Geld im Hause hast. Ich gebe dir, was dir noch fehlt, und dann marsch an die französische Grenze. Ah. Aber nun sag es mir. Komm, sprich. Ich kannte Grijalva gar nicht. Er besah mich im Theater und verliebte sich in mich. Hals über Kopf. Ja. Andres war schlecht bei Kasse, wir sahen keinen Ausweg. Er spielte und spielte und verlor doch immer. Er sagte mir, er wollte nach Amerika auswandern oder sich eine Kugel in den Kopf jagen, was weiß ich. Du sprachst von meinem Schmuck? Ja. Du, ich hab keinen mehr. Alles ist verpfändet und verkauft. Eines Tages dann sagte Andres, nun sei das Schlimmste vorbei. Sein Freund Grijalva sei gekommen, ein Mann von Vermögen, der so blind in mich verliebt sei, dass er mir jede Summe vorschießen würde, um die ich ihn bete. Und Grijalva kam mich besuchen, eingeführt von Andres. Er schien von mir entzückt zu sein. Als ich ihn aber um einen Vorschuss bitten wollte, zeigte er sich knausrig, drückte sich unter dem Vorwand, er sei ja noch ein ganz bescheidener Angestellter. Im nächsten Jahr aber werde er Teilhaber der Zuckerfabrik sein, habe dann er die Möglichkeit, sich großzügig zu zeigen. Im nächsten Jahr. Mir vom nächsten Jahr zu reden. Als ob ich noch so lange warten könnte. Von den kommenden Jahren habe ich nie etwas wissen wollen. Für mich gibt es nur die Gegenwart. Nichts anderes ist uns sicher. Das Leben ist doch so kurz. So gibt es für mich auch nur die Liebe des Augenblicks. Nur die, die mir eben die Seele verbrennt. Merkt ihr das? Und ich gehe auch nicht fort von Madrid, wenn du mir nicht schwörst, dass du mir ins Ausland folgen wirst. Weiter, Liebling. Weiter. Andres fing an, mir einzureden, dass es auch noch andere Möglichkeiten gäbe, Grijalva das Geld aus der Tasche zu ziehen. Warum war er denn nach Madrid gekommen? Um Gelder einzukassieren. Hunderttausende, wie es uns schien. Und Andres meinte, wenn es uns gelänge, Grijalva eines Tages hier bei mir zurückzuhalten, wenn er gerade Geld eingenommen hatte, so wäre es nicht schwer, ihm die Brieftasche zu entwenden und ihn glauben zu machen, er habe sie anderswo verloren. Ja, das ist nur eine Frage der Gewandtheit. Grijalva war aber sehr vorsichtig, deponierte sofort alles auf der Bank. Wir zweifelten schon am Erfolg. Da kam eines Nachmittags Andres. Er gebärdete sich wie ein Verrückter, redete, als ob er träumte. Vor einer Stunde habe Grijalva von der Firma Bordado & Co. 170.000 Pesetas ausbezahlt bekommen. Um das viele Geld bei der Bank zu hinterlegen, war es bereits zu spät. Ja. Wir mussten es einrichten, dass er hier den Abend verbringt. Und ihr habt es eingerichtet? Meine Zofe schickte ich zu einer Cousine. Und Andres? Kam erst wieder, als es dunkel wurde. Niemand sah ihn eintreten. Die Portiersleute waren gerade beim Essen. Und Grijalva? Kam wenige Minuten später. Ja. Andres hielt sich im Zimmer nebenan versteckt. Er wartete darauf, dass ich Grijalva die Brieftasche wegnehmen und sie ihm durch die Türspalte zustecken würde. Aber Grijalva war zu misstrauisch. Er steckte die Brieftasche unter das Kopfkissen. Und ich merkte es ihm an, dass er immer wieder an die Brieftasche dachte. Das empörte mich. Unter dem Vorwand, noch schnell nachsehen zu wollen, ob die Wohnungstür ordentlich verriegelt sei, huschte ich hinaus zu Andres und sagte ihm, wo das Geld steckt. Ja. Und Andres, was meinte er? Mach die Nachttischlampe aus, sagte er. Und mach das Licht erst wieder an, wenn du merkst, dass ich neben dem Bett stehe. Und du hast ihm gehorcht? Ja. Wie eine Maschine. Andres zog seine Schuhe aus. Ich ahnte es nur, dass er jetzt auf das Bett zukam. Ich machte das Licht an. Und ich sah das Blitzen seines gezückten Degens. Zweimal blitzte es. Beim ersten Stich schrie Grijalva auf. Der zweite traf sein Herz. Und Grijalva gab keinen Laut mehr von sich. Wie schnell doch einer stirbt. Hm. Und Andres? Nahm die Brieftasche an sich und betrachtete seine Manschetten und seine Jacke. Sie keine Blutspuren aufwiesen. Und? Es waren keine dran. Doch, Julita. Ja, an seiner Hemdbrust war ein Blutstropfen. Ach. Ja. Und deswegen bin ich hergekommen, um herauszufinden, wie es geschehen ist. Du siehst, nichts bleibt verborgen, alles kommt einmal ans Licht. Jeder Mensch hat sein Schicksal. Ich kann mein Leben nicht mehr ändern. Ich kann nicht mehr anders.
Mein Vater ist gestorben aus Gram über meine Verrücktheiten. Aber du wirst mir helfen, ja? Ich habe Angst. Angst. Erzähl weiter. Andres sagte, wir müssten die Leiche verstecken, sie aus dem Haus schaffen. Das war das Schwierigste. Wir vergaßen, ihn mit seinem Mantel zuzudecken. Er hatte ihn in der Diele aufgehängt. Ich machte im Treppenhaus Licht und half Andres, den Toten hinuntertragen. Die Straße war wie ausgestorben. Ich wollte ihn begleiten. Er aber sagte, eine Frau würde man eher beachten und er könne es allein schaffen. 5 Minuten später kam er wieder zurück. Er hatte die Leiche auf das leere Baugrundstück in der Nebenstraße geschleppt. Andres meinte, nun wäre es günstig, wenn man ihn jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit sähe. Er wollte sich irgendwo zeigen und ging fort. Und wieder dachte ich an die Szene im Apollo-Theater, an den gespielten Zornesausbruch. Auch eine Art Zeugen zu gewinnen, die beschwören konnten, dass beinahe auf die Stunde, da der Mord geschah, er, Andres Aritha, im Theater saß. Und dann, Julita? Dann blieb ich allein zurück und versuchte, mir einzureden, das sei alles nur ein dummer Scherz gewesen. Aber Andres hatte mir aufgetragen, er verschwand, ich solle auf die Blutspuren achten. Ich untersuchte alles, fand aber nichts. Der Degen war spitz wie eine Nadel gewesen. Das einzig Verfängliche waren nur noch die Uhr, die Weste, die Manschettenknöpfe und die anderen Sachen. Hm. Andres kam wieder beim Morgengrauen, packte die Sachen ein und nahm sie mit, um sie verschwinden zu lassen. Julita. Und wer jetzt verschwinden muss, bist du. Kleide dich möglichst unauffällig. Binde einen Schleier um und warte in einer Stunde an der Straßenecke. Ja, ich bestelle einen Wagen, der dich nach Frankreich bringen wird. Und dem Chauffeur gebe ich in einem Umschlag Geld mit für dich. Beeil dich. Und wenn du kannst, sündige nicht mehr. Nun blieb mir noch eine andere Sache zu tun. Aber nachdem ich meine eigene Schwäche erkannt hatte, seit ich hatte feststellen müssen, dass auch mich Abgründe anzogen, fühlte ich mich mitleidsvoller und wollte versuchen, Aritha wenigstens vor öffentlichem Schimpf zu bewahren. Die Wohnung des Verbrechers fand ich bald heraus. Ich fragte in der wenig einladenden Pension nach ihm, in die ihn sicherlich seine fatale ökonomische Lage gebracht hatte. Die Besitzerin zuckte die Achseln. Der Herr Andres, der hat sich schon seit 3 Tagen nicht mehr blicken lassen. Und wieder rief ich die seltsame Fähigkeit des Halbprophetischen zu Hilfe, die mich bisher durch das Labyrinth des dunklen Verbrechens geleitet hatte. Diese Tat sollte sich nicht, wie so manche andere in Madrid, im Nebel verflüchtigen. Meine psychologischen Schlussfolgerungen dienten dazu, einen Plan auszuhecken. Ich stützte mich auf die Anziehungskraft der Gewohnheit. Sehr selten gibt es Verbrecher, die es nicht zurück an den Ort ihrer Tat zieht. Ich versteckte mich im Flur des Hauses, in dem Julita wohnte. Die Portiersfrau hatte ich mit reichlichem Trinkgeld bestochen, und ich postierte mich hinter der Tür, die zum Keller des Hauses führt, und lugte durch das Schlüsselloch, durch das ich sehen konnte, wer ins Haus kam. In der ersten Stunde sah ich nichts von Belang. Auch zwischen 5 und 6 nichts. Bis dann mit einem Mal mein Herz bis zum Hals herauf zu klopfen begann. Aritha mit hochgeklapptem Mantelkragen betrat den Hausflur. Ich riss meine Tür auf und stand auch schon vor ihm. Diesmal werden Sie mir nicht entgehen. Und versuchen Sie ja nicht, Widerstand zu leisten. Hier im Haus, wie auch in den Nachbarhäusern, verbergen sich Polizisten. Die warten nur auf mein Zeichen. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich los, oder? Gehen wir hinaus, ja? Da ist es weniger düster. So. Und jetzt sehen Sie mich gefälligst genau an. Nun? González. Ja, González. Derselbe, mit dem Sie Ihr Schicksal haben tauschen wollen. Warum hast du mich im Apollo beleidigt? Hm? Doch nur, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf dich zu lenken. Was? Damit du erzählen könntest, du seist dort gewesen. Und warum hast du den Ermordeten ausgerechnet auf das Grundstück geschleppt, das an mein Haus grenzt? Wie? Das Paket mit den verdächtigen Habseligkeiten in mein Schlafzimmer geworfen. Das war nicht klug gehandelt. Wolltest mit mir deinen Spaß treiben, wie? Aber die Rechnung ist anders aufgegangen, als du es dir gedacht hast. Ich habe das Verbrechen aufgedeckt.
Verbrechen? Ja. Und da es mir widerlich ist, eine Frau an den Galgen oder ins Zuchthaus zu bringen, habe ich der Fischen ferner zur Flucht verholfen. Ich verstehe überhaupt kein Wort. Von welchem Verbrechen reden Sie eigentlich? Das Mittel zieht nicht mehr, Aretha. Sehen Sie Ihrem Schicksal in die Augen. Seien Sie tapfer. Das wenigstens sollten Sie sein. Ich bin tapfer genug, um Sie zusammenzuschlagen. Ich meine es gut mit Ihnen. Obwohl Sie unbesonnen wie immer wieder Händel mit mir anfangen wollen. Ich sagte es Ihnen doch schon. Ich brauche nur zu rufen und schon... Aber ich tue es nicht. Es sei denn, Sie zwingen mich dazu. Ich will Ihnen Zeit gönnen, Arisa, um... Nein, das nicht, was ich in Ihren Augen lese. Nein, nein, nicht um zu entfliehen. Sie hält mich wohl für einen Tölpel, wie? So helfe ich nur Frauen. Männer müssen Mut haben. Oder halten Sie sich etwa nicht für einen Caballero? Ein wirklicher Caballero, der muss daran glauben, dass es wichtigere Dinge gibt als Leben und Sicherheit. Oder irre ich mich? Ich habe keine Waffe. Oh, ja, bitte. Da? Haben Sie meine Pistole? Ich trage sie immer bei mir. Ich fühlte wie ein Schauer durch meinen Körper ran. Gebannt sah ich in Arithas verzerrtes Gesicht. Er drückte mir meine eigene Pistole gegen die Stirn. Ich hielt ihn mit meinem Blick stand. Plötzlich senkte er die Waffe und rannte wie ein Verrückter davon, die Straße entlang. Ich sah ihm nach. Plötzlich hielt er inne, setzte die Waffe an die Schläfe und stürzte aufs Gesicht. Als man die Leiche durchsuchte, fand man in der inneren Rocktasche 171.000 Pesetas. Der Stockdegen war in seinem Zimmer in der Pension unter dem Teppich versteckt, dicht an der Wand. Sie hörten »Der Blutstropfen« von Emilia Pardo Bazán. Die Rollen und ihre Darsteller waren Emilio González, Herbert Bötticher, Julia Fernandina, Marlies Schönau, der Richter Norbert Nägele, Kriminalinspektor Gordelero, Georg Kostja, Andrés Arisa, Christian Marschall, ein Hotelier, Wolfgang Dörich, Bankdirektor Fritz Wilm Wallenborn. Ferner wirkten mit Claudia Bethke, Percy Adlon, Alexander Malachowski, Edgar M. Böhlke, Christoph Nehl und andere. Funkbearbeitung und Regie Edmund Steinberger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahre 1966.